Aber ja, mit dem Roleplay-Charakter ist das natürlich echt Respekt. Also, ups. Das muss man, da muss man auch richtig auch ein bisschen Bock drauf haben, glaube ich. Weil ich finde das immer sehr, sehr krass, wenn das gewisse Let's Player, Streamer, whatever, also richtig krass durchziehen können. Und nicht sagen, ja, also, dann greife ich halt die Nachbarn an. Und ein Charakter sagt so, ich bin ruhig und zurückhaltend. Ist immer. Deswegen, Props an dich, dass du das einfach machst und machen kannst. So, wir könnten uns jetzt endlich mal Salzburg holen. Kind meiner Dynastie. Meine Tochter Wildegard hat ein Kind zur Welt gebracht. Eine Enkelin. Habt ihr Namensvorschläge? Wie immer, habt ihr Namensvorschläge? Aber das Zerfallen des Reichs gehört dazu. Ist halt einfach meiner Meinung nach, wenn man alles nur perfekt spielt. Ja, absolut. Das RP bringt ein paar Twists mit rein, wodurch wunderbare Geschichten entstehen können. Ja, absolut. Das ist ja das Schöne. Eine Tochter. Dann ist eine Tochter. Nennen Sie Tsuchi. Von mir aus nenne ich sie Tsuchi. Ich bin total der Fan von Roleplay-Let's Plays aller Art. Gerade bei XCOM oder hier bei CK genial. Dan Wallace, du hast ein gewisses Roleplay-Manfred-Projekt vergessen. Klingt auch durchaus slawisch. Tsuchi. Tsuchi, nice. Kannst du irgendwas? Tsuchi ist schlau, immerhin. Money sowieso. Ja. Den wollen wir nicht vergessen, den guten Money. Woher haben wir 40.000 Truppen? Was ist geschehen, dass wir 40.000 Truppen haben? I mean, wir hatten eben 23.000. Ich habe es nicht mitbekommen. Woher haben wir das? Okay. 40.000 Truppen. Okay, wir sind von plus 67. Können wir uns merken. Kommen wir gleich wahrscheinlich auf so minus. Ja, das ist richtig teuer, geil. Minus 20, minus 30, minus 60. Alter Schwede. Der Fluch endet. Endlich ist er tot. Ach Gott sei Dank. Der Typ von Raschka ist auch richtig nervig. Wen hast du beerbt? Du hast geerbt. Du magst uns. Endlich mal einer, der mich mag. In der Regel mögen mich die Menschen nicht. Also, allgemein. Muss jetzt einkaufen, aber schau gerne nochmal rein. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich gucke auch bei dir sicherlich mal rein. Ich gehe mal davon aus. YouTube, der ganze Spaß. Über Discord connecten. Vielleicht mal einen Koop-RP machen. Uiuiui. Gerne, gerne. Warum wollen immer alle mit mir das spielen hier? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie machen wir das denn? Schick mir das ruhig mal. Schick mir mal deinen Link oder so. Ich hab selber kein Discord. Oder keinen eigenen Discord. Alle Freunde zu schicken. Ich bin auch nicht besser. Ich bin doch auch nicht besser. Warte mal, bevor ich es vergesse. Jojo Taub. Follow da lassen. Wenn schon, dann machen wir das auch. Discord. Und die Wundermühle. Einladung angenommen. Okay. Sollte funktioniert haben. Jetzt öffnet sich bei mir Discord. Nice. Jetzt öffnet sich ja auch noch Discord. Ja, scheint funktioniert zu haben. Dann kann ich Discord wieder beenden. Wunderbar. Alles klar, danke dir. So, Streamer-Rang hast du. Uiuiui. Das ging ja schnell. Das ging ja ganz schön schnell. Wo war ich gerade mit meinen Gedanken? Genau, ich gehe mal davon aus, dass du es auf YouTube machst, ne? Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, kennt ihr den mit dem Kaiser und dem einfachen Knecht her? Er geht so, plappert mein Hofnarr Bürgermeister zu Borovi fröhlich vor sich hin. Mein Gesicht ist ganz rot und mir laufen vor lauter Lachen die Tränen über die Wangen. Wo nimmt er nur die ganzen Witze her? Er ist urkomisch.
Vielleicht gehe ich lieber an die Arbeit zurück, bevor ich mich noch totlache. Nur erzählt mir, 1% wir sterben. Das hat Spaß gemacht. Wir wollen überleben. Wir werden jetzt nicht aus Versehen sterben. Das machen wir nicht. Jo. I mean, wäre schon funny, so ist nicht. Aber wir machen es trotzdem nicht. So. Achso, lol. Totlachen ist der beste Weg zum Sterben. Moment. So, wieder. Wieder mal Streamlabs geöffnet. So, einfach minus 60. Das ist schon krass. Lass uns mal in die Baronie. Lass uns mal ein bisschen. Wir müssen eh super viel erobern. Kind meiner Dynastie. Es hört nicht auf. Meine Tochter Tekche ist einfach ein Wunder. Die Frau kann nur Kinder machen. Kinder machen, Kinder machen, Kinder machen. Und ist auch schon wieder eine Enkelin geworden. Wie nennen wir unsere Enkelin? Wie nennen wir unsere Enkelin? By the way, wo ich eben Discord... Hatten wir Katoni schon? Nee, hatten wir noch nicht. Wollen wir sie einfach Katoni nennen? Katoni freut sich bestimmt auch. Katoni freut sich bestimmt auch darüber. Wo ich gerade Discord geöffnet habe. Mir hat richtig süß, mir hat gestern Abend einfach Nick frei geschrieben. Hey, ich habe gesehen, du machst jetzt auch YouTube. Ich habe dich mal hinzugefügt in meine Liste. Richtig cute von dem. Richtig lieb. Ich muss tatsächlich noch antworten. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber. So, die nächsten. Lassen einfach immer welche hier stationieren und der Rest fightet. Eieiei. Kriegen wir die? Ja, kriegen wir. 50%, wen haben wir gefangen genommen? Wir haben den Herzog von Nordgau gefangen genommen. Okay. So, dann auf zur nächsten Baronie. Die haben ja eh keine Truppen mehr hier. Die haben ja jetzt eh keine Truppen mehr. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe alles aufräumen. So. Lager stationieren. Einmal zur nächsten Baronie. Ja, nice. Sehr schön. Joja, auch ein cooler Name. Joja. Tada. Eine Freundschaft. Graf Josef und ich werden Freunde. Wie alt ist Josef? 52. Der stirbt mir noch nicht so schnell. Lass uns Freunde sein. So, nächste. Dann gehen wir noch hier runter. Unendlich viele Truppen. Es ist sehr angenehm. Skandalöser Priester. Na gut. Da ist eine Stadt. Hier ist eine Baronie. Na, geht mal zusammen nach hier hin. Und du kannst auch nach hier hinkommen. 68%. Das ist die nächste Baronie. Klagenfurt. Sehr schöne Stadt. Dann verbinden wir euch und gehen nach Graz. Oh. Das sollte relativ schnell hier funktionieren. Ingolstadt wird belagert. Ach, jetzt hat er da oben 800 Truppen oder was? So, Selbsterkenntnis. Bitte komm jetzt noch nicht, Selbsterkenntnis. Ich meine, im Zweifel töten wir einfach unsere Kinder, so ist nicht. Sonst killen wir die einfach beide nacheinander weg. Wie alt bist du? 9. Wann hast du Geburtstag? 17. Juli. Ein Jahr noch. Ein Jahr noch. Dann haben wir's. Die Macht der Heiligen Schrift. Ratsprediger zitiert oft aus der Heiligen Schrift. Und wir könnten über Vergebung reden. Was bist du denn für ein Charakter? Hinterlistig, treuherzig, stur. Keuschheit passt irgendwie nicht. Mitgefühl würde bei treuherzig ganz gut passen. Lass uns mal Mitgefühl machen. Alrighty.
An für sich, was ist eigentlich mit unserem Bluismus? 5 Monate braucht er noch. Mehr Kontrolle können wir auch nochmal wieder machen. Mehr Kontrolle. Auch am Rande unseres Reiches. So, dann kommt mal hier ein bisschen zusammen. Die sind auch einfach die schnellsten. Aber die sind aber die einzigen, die Onaga wahrscheinlich da haben. Naja, die haben die komplette Onaga-Front. Wir sind einen drüber. Wie haben wir das denn geschafft? Haben wir gerade irgendwas geerbt? Nee. Verrückt, 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 verrückt. So, gewinnen das. Jetzt innerhalb von ein paar Sekunden hintereinander weg. Artefakt angeeignet. Kleine Schnitzerei. Frömmigkeit. Ja. Gefährliche Fraktion. Uiuiuiuiui. Ja. Ja. Hat ihr irgendwer noch nicht mal eine Religion? Dass wir das hier vielleicht einfach mit der Religion nochmal lösen. Nein. Alle eine eigene Religion, beziehungsweise meine Religion, so rum. Eieiei, okay. Wir müssen den Krieg hier schnell gewinnen und dann möglichst schnell beenden. Okay, da ist er. Schön. So, warum sind wir jetzt einen drüber? Was gehört uns, was wir nicht haben wollen? Das passt alles. Das passt alles. Rom wollen wir behalten. Cyclos. Das. Fahrfahren. Nee, eigentlich wollen wir. Wir hatten vorher einfach einen Wert von 13. Kann das sein? Ist uns plus 9. Aber einer ist okay, ne? Einer ist schon okay. Verlieren wir denn an Land? Wenn er stirbt, verlierten wir alles an Kärnten wieder. Ist ja lustig. Ja, werd mal Bluist. Immerhin etwas. Wir müssen ja unseren Bluismus noch ein bisschen weiter verbreiten. Hofhalten. Ja, können wir gleich machen. Nächste Kniefall. Nein. Passt schon. Wie sieht das hier aus? Die Fraktion wird nicht unbedingt einfacher. Nee, es wird gar nicht einfacher. Es werden nur mehr. Ja, optional ist halt wirklich ein Königstitel abgeben, ne? Wir können einfach einen Königstitel, glaube ich, einfach abgeben, oder? Vistula, welches Königreich gehört dazu? Polen. Wir geben Polen ab. Wem gehört denn der ganze Spaß hier? Haben wir hier irgendeinen... Hier, mein Vasall Befehlshaber von Schlesien. Ich gebe dir den Titel Polen. Königreich von Polen. Und übertrag einfach den ganzen Bums. Kann ich dir auch Vistula verleihen? Irgendwie... Das? Reicht das? Kann ich. Einmal den kann ich verleihen. Und ihn kann ich auch verleihen. Verleihen wir die beiden mal. In der Hoffnung, dass es besser wird. Okay, der ist schon mal raus aus der Nummer. Der ist schon mal raus aus der Nummer. Okay, er hat den höchsten Wert mit 13. Eieiei. Wir kriegen die Fraktion jetzt kurzfristig nicht weg. Wir kriegen sie nicht weg. Und du bringst auch nur 10%. Also die machen, das sind sehr viele kleine. Das ist ein bisschen das Problem. Wir können eine Heirat arrangieren. Du hast keinen Ehepartner mehr. Was ist denn, wenn wir euch einfach mal verheiraten? Die Kinder gehen in meine Ehe. Du kriegst eh keine Kinder mehr, so ist nicht. Ich würde dich ganz gerne hier raus haben.
Nice. Winsky. Kann ich einen deiner Söhne oder Enkelkinder richtig verheiraten? Gibt mir aber kein... Gibt mir nichts, okay. Schwierig, schwierig. Ablässe nehmen wir an. Ablässe nehmen wir an. Schwierig. Warum magst du... Also ich meine, ihr mögt mich ja alle. Das ist ja das Ding. Ihr seid ja an und für sich seid ihr durchaus treu. Zu viele Herzogtümer. Ich habe wieder ein Herzogtum zu viel. Salzburg. Natürlich. Wir müssen Salzburg noch abgeben. Nice. Das kann ich aber nicht dir geben. Das muss ich schon irgendwem Sinnvolles geben. Mal ganz kurz das Herzogtum Salzburg. Gucken, ob das klappt. Minus 100. Ja. Aha, okay, minus 68. Ein weiteres Festmahl. Du bist jetzt Bluist geworden, das heißt, ich kann dir den Titel durchaus geben. Plus 38, du magst mich also jetzt. Du magst mich also jetzt, sehr schön. So, ansonsten... Ja, doch, wird weniger. Alles gut. Das wird weniger. Heieiei. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir das jetzt hier nicht hinkriegen. Aber ne, eine Hochzeit auf der einen Seite hilft natürlich einfach. Und die Hochzeit... Ich meine, das Kind wird eh nicht ewig lange da sein. Das wird auch nicht ewig lange da sein. Also die Frau. Weil die war ja eh schon alt. Okay. So, wir hätten eine Dynastievermächtnis frei. Werden es aber noch nicht einsetzen, da wir... Oh, September, das heißt unser Nachfolger. Please. 45%? 95%, dass er Mönch wird. Auf jeden Fall. Komm schon. Nimm an. Teglius, werd Mönch. Werd Mönch, mein lieber Teglius. Ich will nicht mein halbes Reich verlieren. Ich will den Balaton nicht verlieren. Komm schon. Nimm an. Nimm an. Er nimmt an. Er hat angenommen. Und so verlieren wir nur noch diverse Titel. Sorbien, Großmähren, Böhmen, Galizien. Amen. Amen. Absolut. Amen. So, das macht's schon mal ein bisschen einfacher. Wir haben nur noch einen. Ah, Gott sei Dank. Okay, es bleibt nur noch der Prinz vom Balaton, den wir einkerkern könnten und dann töten könnten. Und dann würde alles auf Prinz Igor gehen. Wollen wir das? Ist die Frage. Also wir wollen auf jeden Fall mit Prinz Igor weiterspielen und mit einem unserer drei Enkelkindern. Das wissen wir ja jetzt schon, mit wem wir ungefähr weiterspielen wollen. Wir wollen mit... Upsi, der Klassiker. Wir wollen ja schon mit Blaubeard weiterspielen. Täglich angemüncht, ja Mann. Ganz genau so sieht das aus. Das ist natürlich dann das große Ziel hier. Können mal im Rat dich noch rauswerfen, tatsächlich. Und Better Ben, hallihallo ihr Lieben. Na, ihr habt, oh Gott, was habt ihr gespielt? Ich hab's gesehen. Ich hab's vergessen wieder. Nice. Was habt ihr gespielt? Wie war euer Stream? Hallo, mein Lieber. Hallo. Wie war dein Stream? So, auch du bekommst natürlich einen Shoutout. Better Ben. Ah, na. It Better Ben.
Need for Speed. Unbound. Genau. Ich wusste doch. Ich hatte schon im Kopf so. Ich wusste es gerade nicht mehr. Tut mir leid. Aber entspannt viel Sammelkram. Wenig Rennen. In einem Need for Speed wenig Rennen. Okay. Das geht. Exotische Waffen. Ja, wohl den Speer, den finde ich eigentlich ganz gut, ne? Die ist berühmt. Inventar, verrückt. Was mit euch? Need for Speed und wenig Rennen. Wie geht das denn? Und wieso Sammelkram? Seit wann sammelt man bei Need for Speed? Also wirklich, seit wann geht das? Ist das ein neues Spiel? Need for Speed Unbound. Ich google mal. Need for Speed Unbound. Ist das neu? 2022, 29. November, tatsächlich. Ich habe so lange kein Need for Speed mehr gespielt. Wie sieht denn das aus? Sieht das gut aus? Sieht ein bisschen aus wie Need for Speed, ne? Mal so ein Klassiker eigentlich. Schick. Cool. Aber macht Spaß, sagst du? Macht Spaß, sagst du? Auch gerade überrascht, cool. So. Und dann wieder rein. So, Bündnis ist ausgelaufen, das passt schon. Ja, wenn man eine Challenge hat, 6 bestimmte Sammelobjekte zu finden. Ah, okay. Dann nimmt man die anderen halt noch mit, über die man stolpert. Dauert dann aber. Okay. Need for Speed hat in den letzten 10 Jahren immer Sammelkarten drin gehabt. Echt? Okay, ich habe in den letzten 10 Jahren offensichtlich kein Need for Speed gespielt. Also, zum ersten Mal so Cartoon-Effekte. Hm. Also wirklich diese Piu, Piu, ich fahr schnell Auto Effekte oder was? Ist ja wild. Aloha, hallo MB, hallihallo. Fahren macht Spaß, Story ist relativ wurscht, weil es ist ein Need for Speed, die Story ist immer wurscht. Die Leute sind einfach übelst Satire auf Leute, die alles Mögliche bei Instagram haben. Oh, das finde ich witzig. Das finde ich witzig. Most Wanted halten, hatte nichts zum Sammeln und das war das Beste. Ja, das ist halt auch das, ich glaube, so ziemlich das Einzige, was ich. Nee, Underground. Underground 2 habe ich noch gespielt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das passiert ist, aber ist ja auch 2006 oder so. Ja, richtig. Es war auch das letzte gute Spiel. Wir können Litauen angreifen noch. Für irgendein Herzogtum. Wir können auch Prutzen uns holen. Oder Pomerellen. Irgendwie sowas. Livland. Novgorod. Mal gucken. Undergod Beste. Aber halt. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte nicht mal selber Need for Speed Underground, sondern habe mich dann einfach 6-mal die Woche mit dem gleichen Freund getroffen. Und dann haben wir das halt gespielt. So. Dynastie. Heat vor 2 Jahren war auch nett. Das ist aber cool, wenn man die Schwierigkeit schwankt, aber die Schwierigkeit schwankt stark. Manchmal fahre ich gegen Gegner. Was? Fahre ich den Gegner komplett weg? Manchmal machen die mich hart fertig. I see. Ich spiele auf der höchsten Schwierigkeit. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsmodi. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Selbst das wusste ich nicht mal. Freund. So. Wir hatten beim letzten Mal haben wir Sippe genommen. Kindermeinung plus 10. Dynastiemitglieder erhalten bessere Ausbildungseigenschaften. Finde ich richtig geil. Das finde ich richtig nice. Das machen wir. Wir haben noch 34 Bekanntheit über. Wir brauchen, glaube ich, zum Enterben 150. Wo ist Enterben? Ach, gibt's gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich es nicht kann. Ach, 75 nur. Okay. 75 ist easy. Wir müssen halt nur noch wieder ein bisschen überleben. Wollen wir den enterben? Weil dann bekommt er halt nicht das komplette Reich und wir können das mit den Kronendingens hier
dann mit unseren Enkelkindern machen. Das heißt, dann bekommen die einfach alle irgendwie ein Königreich und wir versuchen irgendwie mit ihm hier weiter zu spielen. Mit Blaubart. Roulette. Okay. Spielen wir auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Achso, und die Cops sind echt übel, glaube ich. Gibt es inzwischen andere Arten von Cops? Also du musst von Most Wanted ausgehen. Gibt es seit Most Wanted andere Arten? Wir haben hier ein Druckmittel. Oh, das ist halt, ach, das ist so geil. Ich drücke da immer drauf, wenn es gerade zerfallen ist. Es ist so schön. So, dann lassen wir noch ein paar Leute raus. Aus ihren Gefängnissen. Nordbau, okay. Knastus, ah, guck mal, da ist unser Knastus Maximus hat jetzt die ersten 9 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht, während seine Mutter einfach rausgekauft wurde. Aber die ist auch schon tot. Aber egal, du, komm, Knastus Maximus darf endlich mal raus. 9 Jahre lang. Geil. Goletz. Der Mann hat ein 40 km Megröße, Monka ist. Ja, wir haben auch ein Riesenland. Es ist schon crazy. Wir haben auch ein Riesenland. 14 Zahlungen. Wären möglich, wären möglich. Ups, haben wir Knastes im Knast vergessen? Eventuell, eventuell. Keine Ahnung, ich glaube nicht wirklich. Außer vielleicht Undercover Cops. Die siehst du auf der Minimap nicht. Das ist cool. Endlich mal was Sinnvolles. Sind das für Zahlungen hier? Herzog von Bayern bezahlt 55. Mein Druckmittel ist, dass ich einfach das Hausoberhaupt bin. Es ist ja geil. Gibt uns das Anspannung? Nein. Dann lass uns mal ein paar Zahlungen verlangen. Einfach mal ein paar Zahlungen verlangen. Alle außer unser Sohnemann, mit dem wir weiterspielen wollen. Es ist einfach, weil ich das Hausoberhaupt bin. Das ist ja funny. Da war ja bezahlt mich natürlich auch. Du hast nur 5, ist egal. Oh, wir können jemanden einkerkern. Bist du nicht gerade freigekommen? Und dich einkerkern. Wir kerkern dich mal ein. Im Zweifel kannst du dich halt wieder rauskaufen. Ein. Die ist aber nicht so reich. Telluri! Moin, moin! Ich sehe, Weltherrschaft mit Balaton läuft. Zumindest mit unserem, mit den Kuddisten von Blaustein. Das ist ja das langfristige Ziel. Ja, das ist doch direkt für 100 Gold wieder raus. Ah! Sind Dinge passiert. Und ab ist er. Okay, das hat uns jetzt natürlich finanziell mal wieder ganz weit nach vorne gebracht. Wir müssen nur 75. Das heißt, wir brauchen noch irgendwie 4 Monate. Wir dürfen jetzt 4 Monate lang nicht sterben, dann können wir ihn einfach enterben. Und dann müssen wir irgendwie zusehen, dass wir mit ihm hier weiterspielen. Können wir nicht einfach schon mal hier so einen 10-Jährigen töten? Zu Gelübde auffordern. Komm. Einer, Gelübde. Vielleicht machst du es ja. Das ist ja unser Urenkel hier. Komm schon. Komm schon. Nice. Sehr schön. Er ist Mönch geworden. Was kostet die Welt? Was? Was kostet die Welt? Nicht viel. Wenn, gar nicht viel. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch den zweiten hier loswerden. Wenn der 10 ist, müssen wir den auch noch loswerden. Weil aktuell erbt ihr ja einfach gar nichts. Weil Savaya ja auch nichts erbt. Ich bin sehr gespannt, wie das da gleich aussieht. Wichtig ist, dass er natürlich, die ist 58, seine Frau. Wait a second. Also du kriegst sicherlich noch mehr Kinder, das kennen wir ja. Aber seine Frau ist irgendwie 58, die hat nur ein Kind gemacht. Und wir gehen halt direkt zum Urenkel, was richtig nice ist. Also wir starten nicht wieder mit irgendeinem alten Dude. Das ist sehr, sehr entspannt. Das kostet die Welt, genau. Ich will Balaton nicht. Ich will lieber Irland. Das ist bestimmt voll schwer. Mimimi. Ja, ist halt so. Das war auch voll schwer. Deluris war auch sehr schwer. Mittlerweile ist das Game eher eine Dynastieverwaltung. Ja, ist halt wirklich so.
Aber minderjährig sein ist auch echt scheiße, oder? Ja, minderjährig sein ist schon immer scheiße gewesen. Warst du denn gerne minderjährig? Das Leben ging doch erst ab 18 los. Oder so. So, wir könnten hier noch einzelne Grafschaften uns gönnen. Er ist im Krieg. Graf Konrad, mit wem? Mit uns. Ja, gut. Warte, was ist das für ein Krieg? Artefaktanspruch. Ein Artefaktanspruch? What the heck? Ich meine, in-game, sonst war ich gerne minderjährig. Ja, klar. Aber wir sind ja jetzt irgendwie 71 und der Sohn, mit dem wir weiterspielen, der ist 52. Also wir werden jetzt auch nicht irgendwie 40 Jahre mit dem weiterspielen. Sondern eher so 20 vielleicht. Und dann ist das natürlich sehr entspannend. Wenn wir dann im Idealfall natürlich hiermit weitermachen können. So, du bist 8. Wann wirst du denn 10, mein Kleiner? Mein kleiner Blumier. 1. November. Fun Fact: Ich habe am 4. November Geburtstag. Ich lade euch zum Festmahl ein. Wie sieht es denn gerade aus? Ja, können wir mitmachen. Da offensichtlich lohnt sich das auch. Also mit denen sind wir noch im Waffenstillstand. Warte, wir sind mit denen im Waffenstillstand, aber die haben. Die sind im Verteidigungskrieg hier. Gegen unser eigenes Reich. Ich finde es gut, wenn unser eigenes Reich sich selber mal ein bisschen erweitert. Das machen die viel zu selten, finde ich. Wir wollten noch Lutetia haben, ne? Kann ich nicht. Wait a second. Wait a second. Wir wollten ja Lutetia noch haben. Haben wir uns ja irgendwann mal vor einer Dreiviertelstunde mal vorgenommen. Wie viele Truppen habt ihr denn? 2000. Das sollte es doch durchaus genügen, wenn wir das Kriegsvolk ausheben. Der Gönner ist auch mal wieder da. Da musst du, muss man sich wenigstens noch um noch nichts kümmern. Achso, als Minderjähriger. Yes. Das stimmt natürlich. Okay, ihr habt viel mehr Truppen am Start. Wir holen alles raus. Fertig. Traut ihr euch immer noch? Trauen sich echt immer noch. Das ist geil. Ja, wir haben ein paar Truppen dazu bekommen. Nein, wir verlieren. Nein, wir verlieren. Nein, wir verlieren. Nein, wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Alles gut. Geil. Das ist nice. Das ist nice. Das ist eigentlich auch feindliche. Kann ich hier auch einfach mal. Also alle neutral wahrscheinlich, ne? Schade. Ja, okay. Wir holen unseren Kriegerorden eben schnell mit dabei. Warum nicht? Was? Warum wird der denn in Rom ausgehoben? Wäre schon ganz gut, wenn das zu Hause passiert. Aber okay. Dann noch weg mit euch. Passt schon. Sollten wir noch selber schaffen. Und gut, dass der nicht einfach mit angreift, weil das hätten wir verloren. Hätte der jetzt mit angegriffen, hätten wir das verloren. Was für ein Kampf. Alter Schwede. Uiuiui. So, und dann auf einmal sind wir wieder 34.000. So, dann ran da. So, einmal hinten durch. What the fuck? Da ist Jüteborg. Da ist meine Freundin aufgewachsen. Greifen wir gerade Jüteborg an? Oder wo? Jüteborg klingt erstmal nach Norden. Ich hätte jetzt gedacht, das klingt erstmal nach Dänemark oder so. Aber ist das unter Berlin ist Jüteborg. Ah, hier. Tatsächlich. Das klingt richtig nordisch. Hätte jetzt gedacht, das ist immer so im Norden. So, einmal. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, einmal aufs Mützchen gehauen und dann wollen wir mal ein bisschen was ranholen hier. Rupien. Oh, ich wäre ja lieber ein Neurupien. Hashtag KIZ. Wir vergeben mal wieder ein paar Titel. An Vlastobier von mir aus.
Klingt komisch. Haben wir mal wieder zu viele Titel? Nee, aber wir können diesen Titel hier schaffen. Und was du Bier? Vlastibor, andersrum. Klingt aber trotzdem witzig. Kriegt ein Herzogtum. So, und jetzt sind wir soweit. Jüdeborg und nicht Jüdeborg. Entschuldigung. Gibt auch Leute, die 15 Jahre studieren und sich immer noch finanzieren lassen. Ja, ich bin so einer. Auch wenn ich nicht 15 Jahre studiert habe. So, ansonsten. Du kannst mal wieder eine Gemeinde bekehren. Wir müssen den katholischen Glauben weiter ausmerzen. So, wir sind ein relativ alter Herrscher. Das bedeutet, wir werden mal wieder ein bisschen unsere Vasallen suchen. Vasallen, die nicht unsere Religion haben, nicht Bluismus. Es gibt keinen Vasall mehr, der nicht... Achso, warte. Wir haben nach unserer Dynastie gesucht. Wir haben natürlich nach unserer Dynastie gesucht. Was haben wir hier drunter? Ja, kommen Sie mal rein. Ein weiterer Kniefall. Wir brauchen halt einen Kniefall nur und dann können wir Leute enterben, was richtig nice ist. Meine gefangene Konstanzia hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Kodisten von Blaustein-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen... Also ich finde Gertruda jetzt schon gut. Meine Geburtsstadt ist Brandenburg, die hört ja auch schon zu Kotblu. Oh Mann, Knastinio. Also Gertruda lassen wir auf jeden Fall. Aber es ist ja ein Mädel. Gertruda ist ja offensichtlich nicht blind. Du bist Gertruda. Ja, Geschlecht weiblich. Ich war gerade schon verwirrt. Weil das so männlich aussieht, das Kind. Wieso sind eigentlich alle deine Frauen? Ich weiß auch nicht, warum die alle im Knast sind. Ich glaube, ich weiß warum. Sie haben wie ein Bastardkind geworden. Ich gehe mal davon aus, dass ich vom Ehebrecher-Dingens gewusst habe und gesagt habe, so ab in Knast mit dir. Gertruda Knastruder. Fähig. Wilder Name. Bekehrung verlangen. Oh, nice. 80%. Schön. Wir versuchen mal unsere, die Leute hier noch ein bisschen zu bekehren. Das ist in Ordnung. Vor allem unsere Vasallen. Und viele Bürgermeister gerade dabei. Die nehmen sowieso an. Das ist sehr angenehm. Priesen sei Gott. Aber es ist natürlich nice, wenn da sie ja theoretisch den bluistischen Glauben dann natürlich auch weiter verbreiten. So, das machen wir gleich. Wesen sei Gott. Alles Bürgermeister, ne? Hier ist ein Graf. Man nimmt auch. Prozent. Okay, der könnte schon als erstes mal was fordern. Könnte annehmen. Okay, der wird auf jeden Fall was fordern. Könnte annehmen. Auch nicht wirklich gut. Ha, deswegen hast du mich wahrscheinlich auch so sehr. Werd mal bitte auch Bluist. Kurz weitermachen. Ah, lol. Nein, ich bin nicht. Okay, bei einem haben wir leider versagt. Aber ist nicht schlimm. Die nehmen an. Das ist angenehm. Ha. So, Bekehrung verlangen. Bekehrung verlangen. Na, dann haben wir fast keinen einzigen Vasall mehr, der nicht Bluist ist. Und wie gesagt, ich denke, das hilft uns. Ich denke, das hilft uns sehr bei allem, was wir vorhaben. Und hier ist noch einmal. Hier ist gerade... Ah, guck mal. Der von der Steier ist gerade gestorben. Dann können wir doch mal den Sohnemann direkt mal versuchen zu bekehren. Finde ich gut.
So, der Kleine, wie alt war der? Fünf? Komm ran hier. Drei. Ja, von mir aus kriegt der Dreijährige ein Druckmittel gegen mich. Ich bin eh fast tot. Wir können jetzt gerade noch Quatsch machen. Können eine Zahlung verlangen. Nehmen wir mit. Wir werden ihn enterben, oder? Wir könnten ihn einkerken und töten oder wir enterben ihn. Was ist denunzieren? Denunziert. Diplomatie und Prestige. Das ist ein Verbrechen euch gegenüber. Bluistische Meinung. Einkerkern. Ich könnte ihn danach einkerkern. So, dann machen wir hier weiter. Wir wollen möglichst lange durchaus leben, trotz allem. Ja, ich würde sagen, enterben, oder? Chat, was sagt ihr? Einen wunderschönen Nachmittag oder Samstagmittag. Großkönig, Hochkönig, wenn ich bitten darf. Parzibert, na du? Wie war dein Stream noch? Ich habe gesehen, du hast im Discord irgendwie um Viertel vor vier oder so noch geschrieben. Wie lange hast du bitte gemacht gestern? Also ich war ja schon gefühlt lang dabei, aber heieiei. Wann Byzanz? Gar nicht. Enterben, alles klar, enterben. Nice, 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 nice. Nimm dir den als Mündel, dann sollte es gehen. Wen denn? Aber wir enterben ihn jetzt erstmal. Was uns ganz, ganz viel bringt. So, dann müssen wir auf ihn gehen. Auf die Tochter, auf den Sohn. Ach, der ist immer noch nicht 10. Ist aber fast 10. Mit ihm wollen wir weiterspielen und er wird so ein bisschen unser Backup wahrscheinlich. Obwohl, den müssen wir halt auch loswerden. Idealerweise werden wir beide los. Ablässe erbitten. Gibt es noch irgendwas, was man irgendwie hier machen könnte, wo wir sagen, ja, das kostet halt in erster Linie Stuff, den wir. Also Gold müssen wir nicht unbedingt ausgeben. Das ist jetzt nicht das, was wir. Lass mal Ritter einladen. Das kostet bis. 150 Prestige kostet das nur. Ja, von mir aus. Lad ein paar Ritter ein. Trivialtitel verkaufen. Das finde ich halt auch so witzig. Trivialtitel verkaufen, dann können wir irgendeinen Titel verkaufen. Mit rein symbolischer Bedeutung und dann kann irgendwer ankommen und sagen, ja, ich habe ja einen Titel. Wir könnten noch ein paar Anspruchsteller einladen. Wir wollten senden, warum nicht? Herzog Teclius könnte mal ein bisschen mehr Geld bezahlen, finde ich auch. Ich finde, er sollte hohe Steuern bezahlen. Teclius sollte hohe Steuern bezahlen müssen. Können wir das beides machen? Nein, okay. Noch können wir hier ein bisschen Quatsch hier veranstalten. Wir können noch einen inspirierten Charakter machen. Beim letzten Mal sind wir damals gestorben. Ungefähr bis 3:20 Uhr rum. Oh Gott, hast du nur. Was hast du noch gemacht? Hast du nur Dingens gespielt? Oder auch andere Sachen? Also hast du nur The Universum gespielt? Und wie weit seid ihr gekommen? Hat Balaton eigentlich Zugang zur Ostsee? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben schon den Zugang. Jeden Tag scheint es, als würde an meinem Hof nur über das nächste Festmahl geredet. Man kennt es. Kulinarisches Treiben. Mein Großmonsieur machen mürrische Geräusche und schütteln die Köpfe vor Ablehnung. Weil Etebär schon wieder am Futtern ist. Nur das Beste für meinen Hof. Diese Extravaganz. Nee, nur das Beste für meinen Hof. Wir machen jetzt mal wieder Hofhalten. Haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Wir waren nur im Universum und ich wollte ja den Planeten verlassen. Das habe ich noch geschafft. Hast du wirklich bis kurz vor knapp oder wie sieht das aus? Mein Fürst, ich vertrete die Religionsgemeinschaft von Testchen. Beim Durchstöbern unseres bescheidenen Archivs sind wir auf ein sehr merkwürdiges Buch gestoßen. Der Einband war verstaubt, die Bindung brüchig und die Seiten vom Zahn der Zeit vergilbt. Doch es enthielt die ungewöhnliche Zeichnung. Die ungewöhnlichsten Zeichnungen. Selbst die Schrift war uns allen unbekannt. Wir sind uns sicher, dass es einzigartig auf der Welt ist. Ein lang verschollenes Kompendium des Wissens, ein wahrer Schatz. Deshalb bieten wir es euch an. Vielleicht ist es die Originalschrift des Zeugnisses von Gott und oder eine Erinnerung an die Erschaffung der Welt. Vielen Dank, wir halten ein Buch. Faszinierend ruft nach meinem Erzeugwart. Da erhöhen wir die Bildung von Iltibär.
Oder was ist, scheren uns Bücher? Eins, zwei oder drei, was machen wir? Das ist doch voll schön. Machen wir mal noch einen Tee. Ich komme gleich wieder. Aber eins, zwei oder drei, ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was wir machen wollen.